Claudia Roth empört. SPD will Koalition mit CDU. Grüne verlieren im Bund. Schlechtester Wert seit Fukushima. Berlin. Erst kürzlich musste sich Volker Beck über die neue linksliberale Konkurrenz durch die Piratenpartei erregen und gleich nach den bösen NPD-Mann in deren Reihen suchen. Nun zieht Claudia Roth nach. Die Bundesempörungsbeauftragte ist entsetzlich über die SPD empört. Diese strebe eine Koalition mit der CDU an. Die CDU wiederum wäre wohl ganz froh, wenn sie die wankelmütige und dahin siechende FDP loswerden würde. Denn diese würde derzeit an der 5%-Hürde scheitern. Zwischen Grünen und SPD gibt es im Grunde keinen Unterschied. Beide Parteien sind, ebenso wie die anderen Bundestagsparteien, antideutsch und propagandieren eine Politik gegen das deutsche Volk. Dabei unterscheiden sie sich im Grunde nach nur durch ihr Auftreten. Die Grünen präsentieren sich wesentlich offener als antideutsche Speerspitze, als beispielsweise die CDU. Die ehemaligen Konservativen versuchen wenigstens noch, ihr Ansinnen mit Phrasendrescherei zu übertünchen. Als einzigen erwähnenswerten Unterschied zwischen SPD und Grünen kann man allerdings die Haltung zu Großbauprojekten nennen. Die Grünen sind geradezu grundsätzlich dagegen und die SPD in den meisten Fällen dafür. Das liegt daran, dass die Grünen bei den Wahlen eher die alternative Einstellung transportieren wollen und die SPD gerne mal den einen oder anderen Vorstandsposten in Wirtschaft und Behörden ergattern möchte. Zuletzt hatte Christian Ude, SPD-Bürgermeister in München, die Grünen für deren Fundamentalopposition bei Großbauprojekten herb angegriffen und diese als religiöse Fanatiker eingeordnet. Sicherlich liegt Ude hier nicht ganz falsch. Im Kampf gegen Deutschland sind die Grünen unnachgiebig. Dazu gehört es nach Auffassung der Vaterlandsabschaffer auch, den technologischen Fortschritt zu stoppen. Schon länger flirtet Merkel mit ihren beiden Steinen von der SPD. Gemeint sind Frank-Walter Steinmeier und Pierre Steinbrück. Merkel und die beiden verstehen sich blendend. Gemeinsam gegen Deutschland, aber bitte mit gut dotierten Posten. Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass in der SPD gewichtige Stimmen wie Olaf Scholz, Bürgermeister von Hamburg, und Gareld Duin vom Seeheimer Kreis vor der nächsten Bundestagswahl keine Koalitionsaussage für Rot-Grün treffen wollen. Vielmehr wolle man sich die Optionen offen lassen. Claudia Roth warf laut Nachrichten.com der SPD vor, nur auf die Macht zu schielen. Schließt da jemand von sich selbst auf andere? Die Grünen zeigen sich nun empört. Aber erst vor kurzem trieben sie ein ähnliches Spiel, als sie selbst eine Koalition mit der CDU auf Bundesebene nicht ausschließen wollten. Im aktuellen Bundestrend fallen die Grünen weiter zurück. Sie kommen nur noch auf 16%. Das ist laut Emnit der schlechteste Wert seit März, also vor der Atompanne Fukushima. Die SPD kommt auf 32% und die SPD auf 28%. Die Piraten klettern auf satte 9% in die Höhe. Die SED-Linke schafft nur noch 7%. Damit wächst der Abstand zwischen Freibeutern und Mauermördern auf 2 Punkte an. Die FDP käme mit 4% weiterhin seit Monaten nicht über die 5%-Hürde. Sonstige kämen demnach ebenfalls auf 4%.